Heute zeige ich euch Minecraft-Illusionen, die euren Kopf zum Schmelzen bringen werden. Sagt man das überhaupt so? Warum schreibe ich sowas Komisches eigentlich ins Skript? Naja, ich habe mir dafür 3 Maps mit über 50 optischen Täuschungen runtergeladen und stelle euch die besten heute in diesem Video vor. Lasst deswegen, bevor es losgeht, gerne schon mal ein Like und ein Abo da, falls euch die Videoidee gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt. Jetzt aber genug gelabert, viel Spaß mit der ersten Illusion. Und zwar ist das hier der Impossible Cube, wie es genannt wird. Also wir haben hier einen Würfel, der einfach nur ganz, ganz weird aussieht. Denn hinten die Kanten verlaufen irgendwie vor den vorderen Kanten, aber irgendwie auch nicht, sonst ergibt das alles ja keinen Sinn. Und da vorne hat man sogar noch so ein paar Sternzerstörer aus Star Wars oder sowas. Also ihr seht schon, hier wurden Karten benutzt, damit es so aussieht, als wäre die Säule hier hinten einfach nach vorne geschoben und als wäre das alles ziemlich weird. Okay, wir hatten ja gerade den unmöglichen Würfel, aber jetzt haben wir das unmögliche Dreieck. Und ich finde, das sieht wirklich verdammt cool aus. Also ich denke, ich muss euch nicht groß erklären, was hier komisch dran ist. Das Dreieck dürfte so eigentlich nicht funktionieren. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und hier erkenne ich gar nicht richtig, was daran falsch ist, wie das Ganze funktioniert. Also auch wenn ich ranzoome, finde ich, sieht es irgendwie aus, als könnte das so wirklich da sein. Deswegen fliege ich hier mal kurz raus und dann erkennen wir schon, dass das ja überhaupt nichts mehr mit einem Dreieck zu tun hat. Also wenn ich das jetzt hier so sehe, könnte ich mir nicht vorstellen, dass von da oben aus so ein Dreieck entsteht. Das ist ja richtig lustig. Ich frage mich immer, wie man auf solche Ideen kommt. So, hier haben wir auch schon die nächste Illusion und das ist ein bisschen ähnlich wie die erste. Denn auch hier guckt man sich erstmal die ersten beiden Säulen an und denkt sich, ja, ist doch alles gut. Aber wenn man dann sich mal die hintere anguckt, geht die einfach durch die andere durch, obwohl sie ja ganz klar so 10 Blöcke weiter hinten anfängt. Zum Glück sind wir im Creative und können einfach hinfliegen und uns das Ganze anschauen. Und da sehen wir, dass es wirklich so gebaut ist, wie es aussieht, aber hier einfach so eine kleine Wand gezogen ist. Und durch den Banner sieht es so aus, als würde diese Säule da hinten einfach vor dieser Säule sein. Okay, Freunde, also wir hatten jetzt schon ein verrücktes Viereck und ein verrücktes Dreieck. Und was darf uns da natürlich nicht fehlen? Richtig, eine verrückte Treppe. Und ich muss ehrlich sagen, auf den ersten Blick sah das für mich auch ganz normal aus. Aber ihr müsst einfach mal darauf achten, wo die Treppe hinläuft. Wenn ihr nämlich auf diese Umrandungen mal achtet von der anderen Treppe, das sind ja sozusagen 2 Treppen ineinander, ergibt das überhaupt keinen Sinn, weil auf der einen Seite ist Platz für 3 Blöcke und auf der anderen einfach nicht. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Trotzdem, natürlich muss ich mir auch das hier mal anschauen. Und so funktioniert das Ganze also. Wir haben hier wirklich Platz für 3 Blöcke, wie erwartet. Und dadurch, dass das hier alles ein Block nach vorne versetzt ist, sieht es von da oben so aus, als würde die Treppe irgendwie dahin laufen, wo überhaupt kein Platz für sie ist. Okay, also diese Illusion ist wirklich krass. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man direkt sieht, dass da hinten mit Bannern gearbeitet wurde. Aber trotzdem sieht das doch einfach krass aus. Und ja, wie erwartet, ist hier einfach so eine kleine Wand, die wieder mit Karten gemacht wurde. Und hier hinten geht diese Säule einfach normal nach unten. Aber trotzdem finde ich, sieht das sehr, sehr cool aus, wenn man da oben steht. Okay, also ich glaube, das ist meine absolute Lieblingsillusion. Nämlich ist oben ein Viereck und unten ein Viereck. Aber die vordere Ecke ist einfach mit der hinteren Ecke von dem unteren Viereck verbunden. Aber auch hier wieder, wenn wir ranzoomen, ist das ein bisschen verbuggt. Und dadurch kann man schon erkennen, dass da wieder mit Karten gearbeitet wurde. So, Freunde, das waren auch schon die besten Illusionen von der ersten Map. Ich habe euch übrigens auch alle Maps unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zur nächsten Map. So, also wir gehen direkt mal in die erste Illusion rein. Ich drehe mich um und dann seht ihr das. Wir haben hier einfach 7 Kugeln haben wir hier. Sorry, ich kann überhaupt nicht zählen. Und das Verrückte daran ist, dass von der mittleren Kugel 6 andere Kugeln ausgehen und irgendwie miteinander verbunden sind. Naja, ich meine, ihr seht das selber. Die sind so miteinander verbunden, dass das eigentlich nicht funktionieren soll. Und das zerstört meinen Kopf irgendwie gerade extrem. Okay, okay, ich kann nicht länger warten. Ich muss mir das anschauen, wie das funktioniert. So, und wir fliegen mal ran und so ist das Ganze aufgebaut. Also die Kugeln sind gar nicht nebeneinander, wie ich dachte. Also sind schon nebeneinander, aber so flach und ich dachte irgendwie, die sind übereinander. Und wir sehen hier, dass die Kugeln zwar untereinander jeweils 2 verbunden sind, aber hier einfach diese Stäbe so nach oben gehen, sodass es dann von da hinten so aussieht, als wären die miteinander verbunden, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. So, Freunde, im Hintergrund seht ihr schon die nächste Illusion und das ist diese unendliche Treppe. Stellt euch mal vor, ihr geht zu einem Freund, er sagt, yo, ihr müsst nur eine Treppe hoch, dann seid ihr in meiner Wohnung und ihr kommt in das Haus und das ist die Treppe. Denn falls es euch nicht aufgefallen ist, diese Treppe geht einfach unendlich lange im Kreis weiter. Also es ist egal, wie lange ihr nach unten geht oder egal, wie lange ihr nach oben geht, die Treppe
hört niemals auf. Und ehrlich gesagt finde ich, sieht das verdammt gut aus der Perspektive. Ich check gar nicht, wie das richtig funktioniert. Ich glaube, ich muss mir das einfach direkt anschauen. Ich will nicht immer so lange warten. Okay, also so ist das aufgebaut. Es ist wirklich eine Treppe. Aber hier hinten hört sie auf und ist gar nicht mit dem Ding hier oben verbunden. Nur aus der Perspektive sieht es dann langsam so aus, als wäre die Treppe verbunden. Und so entsteht dann halt so eine unendliche Treppe. Okay, Leute, also das ist doch extrem krass. Das macht mein Kopf nicht mehr mit. Ich kann nicht mehr. Wir haben hier einfach ein Viereck und in der Mitte jeweils zwei Säulen, die zueinander gehen von den beiden Seiten. Aber eigentlich ist alles in einer Ebene, nur die eine Säule geht einfach über die andere drüber. Und das ergibt in meinem Kopf wirklich überhaupt keinen Sinn. Da kann ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, wie er das gebaut haben soll. Weil das sieht wirklich so realistisch aus, also unrealistisch, aber so echt, als würde das wirklich existieren. Obwohl es das natürlich niemals geben kann. Okay, ich muss mir jetzt mal wieder anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist tatsächlich in einer Ebene. Nur hier vorne ist es so abgestuft und dadurch sieht das dann so aus, als würde das unter der anderen durchgehen. Finde ich auf jeden Fall krass interessant, wie gesagt, wie man auf solche krassen Ideen kommt. So, also die nächste Illusion ist wieder so ähnlich aufgebaut wie die letzte, nur diesmal noch extremer. Wir haben hier noch mehr Brücken, die untereinander durchgehen und dann auf einmal doch wieder übereinander, obwohl sie eigentlich in einer Ebene sind. Ich denke, ich muss euch das nicht lange zeigen, weil es ist eigentlich ähnlich aufgebaut wie die letzte. Ihr seht das auch hier schon wieder am Rand, da sind schon wieder diese Abstufungen. Aber trotzdem, es sieht verdammt cool aus. Aber auf jeden Fall nicht so cool, wie das hier aussieht. Das ist nämlich einfach ein Fluss oder so, oder ein Bach oder ein Aquädukt, wie man das ja auch nennt. Und da fließt das Wasser einfach nach oben, was ja generell schon nicht möglich ist, fällt dann als kleiner Wasserfall wieder runter in so ein Auffangbecken und von da fließt es einfach wieder nach oben. Aber keine Angst, wir testen natürlich auch hier, wie das Ganze funktioniert. Okay, ich fliege jetzt näher ran und dann sieht man schon, dass hier eigentlich gar nichts nach oben fließt. Also ich hätte schwören können, dass hier Wasser schräg einfach nach oben fließt. Aber wenn man sich das jetzt hier anschaut, sind es einfach drei verschiedene gerade Ebenen. Und so sieht es dann halt von da hinten aus, als würde das Wasser irgendwie bergauf fließen, was ja nicht gehen kann. Auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingsillusionen, die ich euch heute vorgestellt habe. Aber keine Angst, es kommen wirklich noch krassere. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Zum Beispiel diese Illusion hier, für die wir einfach in der Minecart reingehen müssen. Also spawnen wir hier mal eins, setzen uns hin und setzen uns rein in das Minecart. Und wir sehen da oben schon unseren kleinen Kollegen, den Dino. Ja, aber dann wartet mal, was passiert, wenn ich losfahre. Und zwar werdet ihr sehen, dass der uns durchgehend mit seinem Blick verfolgt. Oder sehe nur ich das so und bin komplett dumm. Also wirklich, egal wo wir hinfahren, der bewegt seinen Kopf mit und schaut uns einfach die ganze Zeit an. Also wirklich, das ist doch verdammt cool. Der guckt uns die ganze Zeit ins Gesicht, bis wir jetzt hier einfach in die Lava fallen. Bitte sagt mir, dass ihr das auch so seht oder habe ich einfach ein bisschen Verfolgungswahn. So, Freunde, wir sind jetzt aber auch schon auf der letzten Illusionsmap. So, wir gehen direkt mal auf Start und schauen uns die erste Illusion an. Okay, also die heißt der Dropper. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da erwartet. Okay, wer hätte es gedacht, es geht um eine Dropper-Map und da steht Jump. Und ich würde sagen, wir springen da einfach mal rein und schauen uns das Ganze an. Oh Gott, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird richtig komisch für mich. Okay, let's go. Kein Risiko. Oh Gott, alles bewegt sich. Alles bewegt sich. Hilfe, was ist hier los? Warte mal, seht ihr das auch? Seht ihr das auch? Der Bogen krümmt sich. Der Boden krümmt sich oder bin ich bekloppt? Okay, ich springe jetzt nochmal rein und ihr müsst darauf achten, dass ihr immer in die Mitte schaut. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass sich der Boden einfach krümmt. Okay, guckt, passt auf, passt auf. Wir fallen jetzt nach unten und ihr seht schon, der Bogen krümmt sich, desto näher wir kommen. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der das sieht. Also ich muss sagen, die erste Illusion war schon verdammt cool. Okay, Freunde, wir sind jetzt auf der nächsten Illusion und ihr denkt, ich stehe ganz normal vor so einem Haus. Wenn ich mich jetzt aber mal umschauen will, bemerkt ihr schon, das Haus ist irgendwie auf dem Kopf. Wir gucken runter auf das Haus, aber wir stehen nicht auf dem Boden, sondern wir schweben einfach in der Luft und das Haus dreht sich die ganze Zeit. Also mir war das gar nicht bewusst, dass man das so gut auf der Seite nachbauen kann. Ich habe das wirklich gar nicht bemerkt. Oh Gott, das wird schon wieder was ganz Verrücktes. Okay, Freunde, schaut euch das einfach mal an. Irgendwie sieht's doch so aus, als wäre das Kreuz in der Mitte in einer tieferen Ebene als die rechten und linken Säulen. Aber das ist einfach nicht so. Das ist alles auf einer Ebene. Aber irgendwie sieht's so aus, als würdet ihr in die Tiefe schauen,
obwohl ihr eigentlich nur auf die gerade Fläche guckt. Oh Mann, ich liebe solche Illusionen, das finde ich so cool. Also wirklich, das sieht verdammt krass aus. Wir haben hier 7 Linien, die eigentlich gerade sind, aber durch dieses Muster sieht es so aus, als wären die gebogen, oder bin ich der Einzige, der das sieht? Okay, also bei dieser Illusion spawnen wir hier in so einem Haus. So, dann haben wir hier eine Kiste mit einem Diaschwert, aber darum geht's glaube ich nicht. Und zwar, wenn wir hier mal runterschauen, sieht's doch so aus, als wäre da unten einfach ein freier Block und sonst nichts. Aber ich glaube, es ist nicht so. Ich würde sagen, wir laufen da einfach mal runter und gucken uns das genauer an. So, ich gehe jetzt hier runter, ganz gemütlich, stoß mir die ganze Zeit den Kopf und jetzt kommen wir langsam immer näher an das Loch und es sieht immer noch ziemlich klein aus. Aber jetzt, wo wir hier sind, fällt uns auf, es ist doch nicht nur ein Block. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole optische Illusion. Okay, Freunde, wir haben schon wieder sowas. Und zwar, wenn ihr euch das mal genau anschaut, sieht es doch irgendwie so aus, als wäre die Kugel in der Mitte gewölbt. Oder bin ich da wieder der Einzige, der das sieht, wie wahrscheinlich bei den anderen auch. Aber nee, irgendwie sieht es doch so aus, als wäre das in der Mitte eigentlich so eine Wölbung und kein normaler Kreis. Als wäre das so 3D-mäßig und der Hintergrund wäre flach. Aber wenn man jetzt hier mal ranzoomt, fällt einem auf, dass es nicht so ist. Das ist zwar ein Block nach oben gelegt, aber es ist auf jeden Fall nicht gewölbt. Das würde ja auch in Minecraft gar nicht gehen. Okay, Freunde, bei dieser Illusion steht, dass man sie nur alleine spielen darf. Wir sollen uns auf jeden Fall nicht bewegen, das F1-Menü anmachen und die Brightness auf ganz bright stellen. Das habe ich schon gemacht. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was passiert, wenn ich hier den Knopf drücke. Nur so, ich habe die Illusion auch noch nicht ausprobiert. Das heißt, ich bin genauso gespannt wie ihr. Okay, ich drücke auf den Knopf. Was wird passieren? Hallo? Okay, okay. Wir dürfen uns nicht bewegen. Ich schaue mir das einfach an. Ich glaube, wir müssen auf den Goldblock schauen und das sieht irgendwie komisch aus. Was ist hier los? Oh, seht ihr das? Seht ihr das? Jetzt sind da rot. Ich sehe die Linien. Ich sehe die Linien noch. Ich sehe ein Muster. Oh Gott, ich sehe das immer noch. Nee, jetzt mal ehrlich, habt ihr das auch gesehen? Ich zeige euch das nochmal und erkläre euch, was ich meinte. So, schaut einfach auf den Goldblock. Schaut einfach auf den Goldblock. Jetzt habt ihr hier die grünen Linien. Und sobald die weggehen, gibt es pinke Linien, soweit ich mich richtig erinnere, genau. Aber die grünen Linien bleiben einfach da. Und jetzt hier auf dem weißen hat man einfach das gesamte Muster, also die grünen und die lilanen Linien zusammen. Ich hoffe mal, ihr habt das auch gesehen. Ich sehe gerade alles noch in den Farben. Aber das war wirklich auch eine verdammt coole Illusion. Eigentlich wollte ich euch auch noch die restlichen Illusionen von der Map zeigen, aber dann wäre das Video irgendwie zu lang geworden. Falls ihr einen zweiten Part wollt, lasst deswegen gerne ein Like da und kommentiert, welche Illusion euch am besten gefallen hat. So weiß ich, dass ihr die Videoidee cool fandet und ich noch ein Part hochladen soll. Ach, und wo ihr schon dabei seid, abonniert außerdem gerne meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich bin Gustav und ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend.